So I am on a woman. Bisher hat es uns nicht geschadet, sie kaputt zu machen. Deshalb machen wir sie weiter kaputt. So gehört sich das. So. Sind alle da? Einmal durchzählen, bitte. Dann wird gleich das Knöppchen gedrückt. Und dann können wir das Tor da unten aufmachen. Wo auch immer uns das hinträgt. So. Bitteschön. Jawohl. Okay. Das ist dieser weite Raum, den wir von oben gesehen haben. Da hinten das Tor, wo die Leute reingehen. Da geht ein Tor zu. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder so ein Level wie mit der Base Machine. Das war ja knebelig ärgerlich. Okay, hier trennen sind unsere Wege, scheinbar. Macht's gut. Adieu. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Wie viele Leute wir schon auf der Strecke gelassen haben. Hier war vor kurzem jemand. Die Zigarette klebt noch, oder Zigarre. Flüchten die vor uns? Flüchten die insgesamt? Ja, alle irgendwie in die Richtung, in die wir auch rennen. In diesem komischen Konzern hier. Da haben wir wieder ein Testsubjekt. Das wird sogar gefilmt. Wie eklig ist das denn? Da wurden wohl irgendwie versucht, Menschen, Mutanten oder irgendwas in der Richtung herzustellen. So sieht es zumindest für mich aus. Bessere Arbeiter vielleicht. Angeglotzt werden, zum Mehreren scheinbar. Alles Komische begann ja so richtig mit dem Fuselvieh. Wo ja eigentlich gestorben sind. Wir können zwar hier hin, aber nicht sehen, was da ist. Die Leiter da hinten. Jetzt habe ich aus Versehen das Telefon runtergeworfen. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Es ist irgendwie interessant, dass es keinen mehr stört, dass wir hier sind. Überhaupt. Da kommen wir nirgends mehr hin. Vorher wurde man ja erschossen, wir wurden von Hunden angefallen und alles. Und jetzt ist es allen egal. Entweder haben die damit nichts zu tun oder ist was Größeres im Gange, weswegen wir einfach nicht mehr wichtig sind. Okay. Dieser
sah aus wie mit Wasser gefüllt. Okay. Da kommen wir dann nicht mehr durch. Da müssen wir durch. Frage ich mich so ein bisschen. Vor dem ja Ewigkeiten geflüchtet sind, jedes Mal tot waren und am Ende kriegt es uns doch. Das ist eine Gemeinheit. Da oben könnte wieder so ein Disco-Kugel sein. Ich sehe nichts. Oder geht's hier weiter? Ich möchte nochmal schnell gucken, was es unten gab. Und hier kommen wir dann nicht mehr hoch. Ach, wie fies ist das denn jetzt schon wieder? Ich glaube, wir schauen nochmal schnell in der Scheune nach. Da können wir nämlich nur wieder zurück. Ich dachte jetzt, naja, wegen diesen gelben Kabeln, dass hier irgendwie wieder die Disco-Kugel ist, aber das sah mir so groß aus, also nach wieder einem neuen Level. Aber immerhin können wir hier weiterlaufen. Also wieder zurücklaufen. Es ist doch ein neuer Abschnitt. Ist es tatsächlich, und wir müssen gucken, dass wir die Lichter anbekommen. Und für diese schicke kleine Kugel hier. Ich versuche gerade zu lesen, was da hinten steht, aber das ist eine Fantasiesprache scheinbar. Das waren doch jetzt hoffentlich nicht die Disco-Kugeln, die wir ausmachen mussten. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Jetzt einfach nicht weiterkommt, weil man keine Disco-Kugeln hat. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel so konzipiert wird. Ich denke, dass man dann mehrere Möglichkeiten hätte, um da ranzukommen. So, hoppsa. Das gefällt mir überhaupt nicht, aber da hinten ist offen, okay. Natürlich. Das okay. Kommen wir runter. Diesem komischen Barbara. Das hat da irgendeinen Sinn, dass ich das umdreht und dass wir bis dahin kommen. Wissen, was. Das ist kein Spiel für mich. Ich will überall wissen, wo es dann noch weiter ging oder nicht. Aber theoretisch müssen wir. Ja, eh zurück. Entschuldigung. Da habe ich den Sprung falsch eingeschätzt. Sorry, Bob. So. Gut. Damit ja weiter nach oben. Ich möchte wissen, ob es da noch etwas gibt. Nein, dann kommen wir einfach nur ganz normal hier hin zurück. Schade. Ich dachte, das Ding geht auch noch nach oben. So, dann drehen wir uns nochmal schnell zur Leiter. Ach, diese Weiten, obwohl es ja eigentlich nur so ein kleines Spiel ist. All diese Tiefen und Weiten, die diese Welt hier aufmacht, das ist echt schön. Das sah
gerade für einen Moment so aus, als ob da rechts neben dem Rohr runterfällt. Ich habe einen kleinen Schock bekommen. Und hier geht's ins Wasser. In den Wassertank. Upsa. Ich hoffe nur, das ist keine Kläranlage. Achso, tatsächlich. Okay, wir kommen nicht nach unten. Da haben wir eine Gegenströmung. Gemacht, ob es sinnvoll war, wissen wir immer noch nicht. Ey, halt dich daran fest. So. Ach was. Wer baut denn sowas? Okay, ich vermute. Wir haben eine kleine Anlaufzeit. Wir müssen runterspringen. Genau, die Maschine braucht eine Zeit, bis sie anläuft. Na komm, na komm, na komm, halt dich fest, jawohl. Und hoppsa. Jetzt ist der Bub nackig. Was soll das denn? Und ihr guckt alle zu, ihr kleinen Pedos. Ich hätte gerne die Musik noch weiter angehört. Was ist das denn hier für ein Fleischball? Bah. Aber haben die vorher gewusst, dass wir hier reingehen? Und jetzt die Stöpsel da rausziehen? Die sind ja alle schon hingeströmt und wir waren noch draußen. Bisher waren uns solche Leute ja freundlich gesinnt, aber die versuchen alle nach uns zu greifen. Da. Ihhh. Das ist ja nicht so nett. Ja. Wir sind der Fleischblob. Ein riesen Fleisch... Ja, Ekelding. Guten Tag da, schaut's euch genau an. So sehen wir jetzt aus. Boah. Dieses Rumwabern. Hier unten müssen wir vermutlich nicht hin. Sondern tendenziell eher nach oben. Na, jetzt hängen wir hier fest. Nicht, dass es uns zerteilt. Das ist richtig schön eklig animiert. Ah ne, jetzt kommen wir hier auch nicht weiter. Mhm. Wo genau müssen wir denn hin? So viele Möglichkeiten gibt es hier doch eigentlich gar nicht. Oben hin nicht, unten hin nicht.
Achso, da ist ein Stecker noch. Ah, okay. Da ist auch der Fall. Dabei. Wir befreien uns jetzt, bitte. Kommt mit. Flagge. Ich versuche. Tatsächlich. Ach du Grüne. So, dann wollen wir mal schauen. Jetzt hat sich tatsächlich wieder die Spielrichtung geändert. Nach links. Wir sind ein Gemisch aus etlichen Kreaturen. Aber wie auch schon davor, scheinbar die Denken. Chef von dem Konzern. Okay, das ist nicht unser Blut. Das können wir nicht greifen. Nein. Da müssen wir den Knopf hier drücken. Nehmen das auch mal auch mit hier, so. So. Achso, Entschuldigung, ich habe es jetzt die ganze Zeit über mich drüber getragen und das kann ich. Ah, dann war das tatsächlich doch keine Animation, sondern doch ich.